Ich freue mich sehr, erstmals bei uns im Hause den Geschäftsführer der Kabel Plus zu Gast zu haben. Herr Heidvogel, grüß Gott einmal. Guten Morgen, Herr Lehmacher. Willkommen im Mostviertel quasi. Kabel Plus, Sie sind ein sehr relevanter Partner für uns, engagieren sich aber auch anderweitig im Mostviertel. Dazu kommen wir später, dürfen wir ganz kurz erfahren, wie groß ist denn mittlerweile die Kabel Plus und wo ist sie zugehörig? Die Kabel Plus ist eine 100%-Tochter der EVN AG. Wir erbringen unsere Telekommunikationsdienste in Niederösterreich und im Burgenland, servicieren aktuell ca. 120.000 Kunden und investieren sehr stark in den Breitbandausbau. Aktuell ist es ein Drittel unseres Umsatzes. Die Firmenzentrale ist in Marienzersdorf und wir beschäftigen aktuell ca. 110 Mitarbeiter. Jetzt habe ich schon erwähnen dürfen, dass Sie sich im Mostviertel auch anderweitig sehr engagieren und wir sprechen heute konkret über Weidhofen. Da wird ja wirklich massig gebaut, kann man das so sagen? Ja, das kann man so sagen. Wir hatten in Weidhofen an der Ips ein Bestandsnetz und haben gemeinsam mit der Stadt und allen voran Bürgermeister Kramer eine Initiative gestartet, um einen annähernd flächendeckenden Ausbau der Stadt Weidhofen an der Ips zustande zu bringen. Wir erweitern unser Netz durch Fiber-to-the-Home-Ausbauten. Das bedeutet Glasfaser bis in das Haus, bis in die Wohnung. Aber auch die Bestandskunden mit der Hybridverkabelung sind bestens für die Zukunft gerüstet. Wir werden letztendlich mit Juni 2019 3.200 Wohneinheiten versorgen können in Weidhofen an der Ips. Das ist eine große Zahl. Eigentlich eine Frage, die ich den Herrn Bürgermeister stellen wollte, aber ich darf sein Ziel weiterleiten. Der Slogan für Weidhofen lautet Leben voller Möglichkeiten, schnelles Internet. Das ist mittlerweile wichtiger wie Straßenbau, oder? Ja, ich denke, dass Glasfaserverkabelungen die Infrastrukturtechnologie des 21. Jahrhunderts sind und basierend auf dieser Grundlage auch die Bürgerinnen und Bürger von Weidhofen für die Digitalisierung gut vorbereitet sind. Wir freuen uns ja sehr über Ihr Engagement, denn je mehr das Internet stärker wird, desto mehr sehen uns auch. Wir haben ja schon die Hälfte der Seher aus dem Netz. Jetzt darf ich doch mal nachhaken, was konkret im Bauprojekt geplant ist. Sie haben schon ein paar Zahlen genannt, aber wie schnell und wie viele Kundinnen und Kunden dürfen sich auf schnelles Internet denn freuen? Bis Mitte nächsten Jahres werden 1.300 weitere Haushalte und Betriebe versorgt werden können. 500 davon Mitte diesen Jahres, weitere 400 ab Herbst 2018. Was dann diese Endsumme von 1.300 bis Mitte nächsten Jahres ergeben soll. Es ist ja fast ein Selbstläufer glücklicherweise, aber man kann noch bestellen, oder? Ja, Selbstläufer wäre schön. Es ist ein Projekt, wo die Stadt sehr geholfen hat, damit auch die Bürgerinnen und Bürger auf unser Netz gehen und Verträge unterschreiben, weil das ist die Grundlage, um Netze errichten zu können. Wer noch nicht Kunde bei uns ist, kann jederzeit jetzt auch während der Bauphase noch Kunde werden. Jetzt nehme ich mal an, dass Weidhofen nicht die einzige Stadt ist, die betroffen ist, bei Ihnen im großen Gebiet. Aber in Weidhofen gibt es zum Beispiel vor Ort mit der Strabag und Nanotrench, glaube ich, auch sehr verlässliche Partner, oder? In Weidhofen an der Ips bauen wir in zwei verschiedenen Methoden Tiefbau. Einerseits klassischer Tiefbau, da hat die Firma Strabag AG den Zuschlag erhalten. Und in einem großen Teil unseres Bauprojektgebietes bauen wir mit der sogenannten Nanotrench-Technologie. Die Nanotrench-Technologie ist eine Methode, in der in einem Arbeitsgang das Glasfaser verlegt wird und auch die Minikanette verfüllt wird. Die Firma, die das macht, ist eine Weidhofener Firma. Also wir schaffen es hier auch eine hohe lokale Wertschöpfung in dem Projekt zu haben. Es ist die Österreichische Glasfaserverlegungsgesellschaft. In Weidhofen gibt es etwas Spezielles, nämlich die Innenstadt mit ihrer Pflastertechnologie. Das ist natürlich ein bisschen ein spezielles Thema auch für die Wirtschaft, aber ich glaube, es wurde klug agiert, oder? Wir haben mit diesen Umbauarbeiten zuerst begonnen, um auch auf die Schanigärten Rücksicht zu nehmen und so früh wie möglich fertig zu sein. Es ist eine große Herausforderung, die Pflasterungen abzutragen, neu zu verlegen und wieder neu zu pflastern. Es ist aufgrund der Witterungsverhältnisse im Februar und auch aufgrund der tiefen Verlegungen zu Verzögerungen gekommen. Diese versuchen wir mit der ersten Maßnahme mit mehr Personal bei den Pflasterungen zu beheben. Und auch weiterhin sind wir darum bemüht, möglichst wenig Belästigungen für die Anrainer und Geschäftstreibenden zu verursachen. Da darf ich Ihnen fast einen Appell in den Mund legen, sage ich mal, weil wenn es jetzt Bauarbeiten gibt, natürlich wird das ärgerlich sein für den einen oder anderen Anrainer oder auch in der Innenstadt. Nur langfristig ist das schnelle Internet ein Must-Have, oder? Ja, Sie haben da völlig recht. Trotzdem sind Baulichkeiten immer auch Unannehmlichkeiten. Wir sind hier sehr gut von der Stadtgemeinde unterstützt, die hier auch versuchen zu informieren und aufzuklären, wie es überhaupt auf der Homepage der Stadt Weidhofen an der Ips
www.weidhofen.at/kabelplus die Kommunikation gibt über die Bauvorschritte und die Bauzeiten in den einzelnen Abschnitten. Darf ich noch nachhaken, wie es Ihren Kollegen in Weidhofen geht? Weidhofen ist immer ein bisschen speziell. Es ist die schönste Stadt des Mostviertels, aber auch sehr, sehr konservativ, sage ich mal, jetzt bezüglich Bauarbeiten etc. Die Kollegen kommen aber schon weiter, nehme ich an, oder? Na, die Baufortschritte sind im Zeitplan und werden auch im Zeitplan fertiggestellt. Last but not least, Kabel Plus, große Gruppe, großes Angebot. Ich nehme mal an, Sie selbst werden alles zu Hause haben. Was bietet sich denn da für den geneigten Seher? Also wenn wir jetzt von Privatkunden sprechen, dann bieten wir hochauflösendes Kabelfernsehen, das schnellste Internet und Festnetztelefonie. Jetzt haben Sie was sehr Tolles gesagt, es gibt auch den Businesskunden. Wir waren zum Beispiel bei einem Architekten in Weidhofen schon zu Gast, für den gibt es natürlich alle Möglichkeiten, oder? Ja, also im Businessbereich bieten wir von Punkt zu Punkt Glasfaserverbindungen bis hin zu Vernetzungsangeboten und darüber hinausführende Services eigentlich alles an. Wir sehen uns dort auch als Lösungsprovider und nicht als Produktverkäufer. Ich darf mich auf jeden Fall sehr bedanken bei Ihnen. Einerseits, dass Sie sich in Weidhofen engagieren, dass uns auch entgegenkommt, dass Sie uns ins Netz aufgenommen haben vor 2-3 Jahren ungefähr und uns dadurch zu viel Reichweite verholfen haben. Und Ihnen danke ich für die Aufmerksamkeit.